Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei mir. Und ja, jetzt müssen wir den ganzen Militärkram noch wegbringen. Das heißt, ich muss mich ein wenig beeilen. Weil das fängt nämlich schon lang an. La 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 la. Es fängt schon langsam an, dunkel zu werden. Müssen wir mal gucken, wo müssen wir denn hinfahren? Also wir müssen darum. Okay. Links, links. Rechts, rechts. Und dann rückwärts reinschieben. Okay, halt, falsch. So, dann los. Hoch. Oder so. Na. Bist doch wohl hier nicht. Ne? Gut. Hinsetzen. Dazu, damit ich nicht rausfall. Okay, das heißt erstmal vorwärts. Wo war vorwärts? Hier war vorwärts, ne? So. Bremse los. Beide los. Nö. Das können wir eigentlich ausmachen, ne? Jetzt haben wir ja nicht mehr so viel. Das lässt sich eigentlich sehr leicht transportieren. Würde ich sagen. Dann müssen wir uns ein bisschen beeilen, damit es nicht zu dunkel ist. Ja, sieht gut aus. Ich muss mal eben, halt, 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 ich muss mal eben stehen bleiben. Ich will mal da was gucken gehen. War das nicht da, wo wir angefangen haben? Ich weiß es nicht, ich glaube schon, ne? Rausfahren, umsetzen. Dann müsste doch auch hier unser Schrank sein. Der ist nicht mehr da. Okay. Das heißt, wir können hier auch nichts hinterlegen. Keine. Ihr wisst, was ich meine. Den ganzen Kram, den wir in der Tasche haben. Müssen wir den mal loswerden. Ach, da hinten steht die Lok. Müssen wir mal. Okay, weiter. Hoch. Auf dem Stück immer ein bisschen Gas geben. Gar kein Licht an. Na.
Oh, der Zug ist ja nicht mehr so lang. Ja, nur noch ein paar Wagen. Geht das ja alles. Ein bisschen die Gegend. Die Gegend anschauen, solange wir noch Licht haben. Solange wir noch schnell fahren dürfen. Aber wir können ruhig schneller. Da unten ist der Fluss. Oder Bach. Etwas größerer Bach. Ja, ich finde, jetzt wenn man sich so ein bisschen auskennt und mal auch mal ein bisschen flotter fährt, ist die Karte gar nicht mehr so groß. Das geht immer ruckzuck irgendwie. Strecke, was war die am Anfang mal lang? Oh. Und jetzt einmal Gas gegeben, bist du durch. Quasi. Aber so ist es, man gewöhnt sich dran, ne? So, jetzt kommt das Viadukt, dann kommt die Linkskurve. Und das heißt, wir können schon ein bisschen bremsen. Wegen der Weiche. Müsste doch hier kommen irgendwo. Also doch. Ja, ist richtig. Und dann haben wir direkt eine dahinter, ne? Jetzt mal auch links. Ja, doch, Licht anlassen, besser. Also, ja, auch links. Dann haben wir am Fluss entlang.
Ja, irgendwie geht das alles so, ne, so gut. Da hinten müssen wir langsam fahren. Genau. Ja, man kann jetzt nichts mehr sehen. Leider. Sehr dunkel geworden. Naja, wir müssen uns ein bisschen dran halten. Sonst ist es nachher zu dunkel. Wir können nämlich da oben nicht schlafen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Da können wir, glaube ich, auch nicht schlafen. Wir könnten aber hochfahren zur Kohlenmine. Was haltet ihr denn davon? Nee. Doch, da müssen wir rückwärts reinfahren. Könnte man eigentlich machen. Und von da aus Kohle mitnehmen zum Stahlwerk. Irgendwie. Bin ich denn jetzt hier? Ja, die Weiche kommt gleich. Ja, wir haben noch was Platz. Und noch ein bisschen Gas geben. Noch können wir beruhigt fahren. Trotzdem gucke ich lieber auf die Karte. Naja, so beruhigt ist es jetzt auch nicht. Aber naja, komm. Gibt Schlimmeres, ne? Ist alles null, ja. Oh. Hier geht's aber mächtig berghoch, hä? Na, das zeigt ja mir schon an, dass ein Weicher kommt. Glaube aber, die ist richtig. Ist es denn nicht einfacher, wenn wir die so stellen? Nur mal versuchsweise. Ja, ist richtig. Ja, geht aber. Die haben sie sehr spät gesehen, ne? 30? Ja, komm mal hin. Huch. Dann haben wir erstmal ein bisschen bergauf, ne? Ja. Und ein bisschen kämpfen.
glaube, das war, wo der Tunnel war. Da ist es. Das Viadukt. Aha, 70. Da ist noch eine ganze Ecke. Können wir noch ein bisschen Gas geben? Na, ein bisschen. Nicht so viel. Oh, wir sind schon. Ja, das ist schwer, ne? Das Zeug wollten wir transportieren. Da war ja, aber das stimmt ja. Das war ja so furchtbar schwer. Haben wir 0,4, naja, komm, ist ja nicht so viel. Aber es geht natürlich bergauf, ne, das ist es. Nachher müssen wir richtig kämpfen. Ich glaube, es geht jetzt schon los. Obwohl wir eigentlich gar nicht so viel haben. Wundert mich ein wenig. Ja, geht doch alles noch. Wir müssen ganz schön kämpfen, um den Berg hier hochzukommen. Mein lieber Scholli. Temperatur geht ganz schön hoch. Na, wir werden schneller. Rechts, links und dann kommt die Weiche wieder. Verpasse ich die Weiche. Ah, oh, Kinder. Ja, richtig. Zum Glück ist sie richtig. Das hätte man jetzt dumm dagestanden. Das habe ich auch nicht gesehen, wie viel. Steigung oder so. Aber hier geht es wieder bergauf, das weiß ich. Gebe ich lieber Gas. Wenn es nur ein bisschen ist. So, jetzt können wir durchfahren bis zur Weiche. Vom Militär. Ne? Das ist jetzt noch ein ganzes Stück noch. Ja. Na, zum Glück haben wir keinen Regen und Nebel und so was. Dann sehen wir wenigstens, wo wir hinfahren. So, besser zu gucken? Nö. Nicht wirklich, ne? Nein. Prozent Steigung.
50. Da war die Steigung. Jo, schade. Man kann nichts sehen. Aber ich glaube, wir fahren da hinten rum, hier so. Oder um den Berg rum, ich weiß es nicht. Wie weit haben wir denn noch? Ja, ist noch ein ganzes Stück. ,7, ja, können wir so lassen. Also langsam gewöhnt man sich an die Loks, was die können, wie viel Gas man geben muss. Da oben ist es. Also so weit ist es nicht mehr. Ja, jetzt kommen noch zwei, drei kleine Kurven. Ja, ein paar mehr. Okay. Ja, bin ich mal gespannt, was wir insgesamt verdient haben. Für die ganze Tour. Da sind wir vorhin drüber gefahren. Da müssen wir hin. Schauen wir mal. Noch läuft alles. Da hinten ist die Weiche irgendwo. Jetzt habe ich nicht gesehen, wie viel Steigung das war. Na, ist egal. Wir sehen es ja. Da. Spätestens wenn der Tacho runtergeht, wissen wir, das ist steiler. So können wir uns noch locker halten. Auch wenn die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer wird. Passt dann schon irgendwo. So, mal die Geschwindigkeit so ein bisschen im Auge halten. Da hinten müsste die Weiche sein. Irgendwo da hinten im Bereich. Also hier ist es nicht.
War das gar nicht das Ding? Wir haben das doch vorhin gesehen. Seltsam. Sehr seltsam. Was war das dann? Da ist die Militärbasis. Also kann die Weiche auch nicht mehr weit weg sein. Genau. Doch, das muss die Militärbasis gewesen sein, was wir gesehen haben. Was anderes ist ja hier nicht. Ich dürfte auch die Weiche kommen. Oder jetzt gleich zumindest. Jo, da ist er doch. Können wir den wieder anschalten? Jo, das heißt, wir müssen jetzt bremsen, ne? So. Wenn wir das Ganze noch hinstellen irgendwo. Ach, halbe Stunde ist um. Naja, 28 Minuten. Na, was ist? Schwer? Ja, ne? Ja, Kohlenmühle müssen wir wieder andersrum rausfahren, ne? Da können wir nicht. Und dann, wir schieben zurück und fahren dann. Da muss man tatsächlich bis auf 2 gehen. Ja komm, die 2 Meter wirst du doch noch schaffen jetzt hier. Na also, geht doch. Habe ich die alle da? Muss ich mal hier rüber schieben, ne? So.
Nicht so schnell. So, jetzt muss ich gucken, wo ich den ganzen Scheiß hinstellen muss. Okay. Ich gehe mal ins Licht. Oh, mal ein Licht. War mal Licht. So, Militärbasis. Das sind die. Das sind die und das sind die. So, die müssen wir zu 8. Fahren, abkuppeln. E31. Und die? B4AI. B4I, also das heißt, die kommen jetzt nach E31. Jetzt muss ich gucken, wo das ist. 9. I. 3I. B. E. E ist hinten. E ist hinten, ne? Hinten im Schuppen drinne. Das ist A. Wo ist E? Ich muss mal gucken. Wer ist das hier? MFMB. MFMB. Wo haben wir denn MFMB? MF haben wir hier. Das ist hinten MB wahrscheinlich. Da. 4i, 3o. 5O, 6F, 2O, 3O, 4I. Wir haben kein 3O. E3I. Wo haben wir denn E? E haben wir hinten.
Wo ist E? Steht hier nicht drauf. 1L, 2S. Ist das die falsche Militärbasis? Das ist die falsche. MFMB. Das ist die falsche. MFMB ist doch. Hä? Moment. Da ist M. MF ist da oben. Ach, hier sind wir komplett falsch. Ach du Scheiße. MFMB ist hier. Ja, kein Wunder. Das heißt, die müssen jetzt. Ja. Was ist das denn? B4I. Der ist. Muss mal gucken. 4I, dann müssen wir die hier reinschieben. Stehen lassen. Dann müssen wir die extra wegbringen. Ja, wunderbar. Sehr gut. Sehr clever. Jürgen, du bist der Beste. Oh. Manchmal, ne? Manchmal sollte man sich selbst ohrfeigen. Naja, gut, okay. Ist halt so, können wir nichts ändern. Machen wir das Beste draus. Mal gucken mal, ob wir was haben. Vielleicht haben wir ja für MF was. Aber ist schon doof, wenn man so blöd ist, ne? Der fährt doch verkehrt rum. Na, erstmal bremsen. Ah ja. Jetzt wird dann Schuh draus. So, das sind dann 1, 2, 3, 4. Dreizehn, 1, 2, 3, 4. Bin ich jetzt doch im falschen Gleis drin, ne? Doch im falschen Gleis reingefahren. Warum? Jetzt ist aber auch alles verkehrt, ne?
Ich brauche Nervennahrung. Ja, wir sind schon bald wieder mal über 40 Minuten. Weil ich wieder falsch gearbeitet habe. Na wunderbar. Würde ich sagen. Wir machen nächste Folge weiter. Sonst wird's zu lang. Bis dahin, macht es gut. Tschö.